finde ich es auch ziemlich daneben, wie sie die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen bashen. Ist es nicht egal, wie ein Anbieter heißt, wenn es um die psychische Gesundheit von Menschen geht? An der Stelle finde ich Ihre Recherche zur Wirksamkeit von Online-Selbsthilfeprogrammen sehr nachlässig. Lieber Jan Böhmermann, liebes ZDF-Magazin Royal, danke, 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 dass ihr die Missstände der psychotherapeutischen Versorgung aufzeigt. Viele Menschen wissen oder spüren, wie schwer es ist, einen Therapieplatz in Deutschland zu bekommen. Doch nur wenige wissen, warum. Sie fragen auch nicht so smart wie ihr beim Präsidenten der Bundespsychotherapeutenkammer nach. Bereits vor 9 Jahren habe ich mitbekommen, wie bei psychotherapeutischen KollegInnen das Thema Kassensitz so intensive Emotionen ausgelöst hat, dass sie diese erstmal entschärfen mussten, bevor sie PatientInnen behandeln konnten. Die Nummer mit den Kroketten habe ich übrigens hart gefeiert und das Bierzitat zeigt, wie es um die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen steht. Das Verurteilen von Einzelpersonen mag zwar hilfreich sein, um Verantwortliche ins Licht zu rücken, gerade auch wenn sie Vorlagen bieten wie die unparteiische Hecken. Und doch wäre es mir lieber, wir würden uns auf die Lösungen konzentrieren. Deshalb finde ich es auch ziemlich daneben, wie sie die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen bashen. Ist es nicht egal, wie ein Anbieter heißt, wenn es um die psychische Gesundheit von Menschen geht? An der Stelle finde ich Ihre Recherche zur Wirksamkeit von Online-Selbsthilfeprogrammen sehr nachlässig. Ich verstehe, dass es zur Zielgruppe passt, populärwissenschaftliche Quellen zu zitieren. Wissenschaftliche Studien zu Internet- und mobilbasierten Interventionen belegen allerdings sehr deutlich deren Wirksamkeit. Für wahr, die persönliche Präferenz für digitale oder persönliche Interventionen macht einen entscheidenden Unterschied. Als Mensch und Psychologin würde ich selbst auch immer ein persönliches Gespräch vorziehen. Mir war es im letzten Jahr allerdings lieber, eine Videotherapie während der Pandemie zu bekommen, als gar keine. Letztlich gibt es natürlich auch potenzielle Risiken bzw. Kontraindikationen solcher Angebote und das muss überprüft werden. Doch sie haben das Potenzial, vielen Menschen zu helfen und das sollten wir feiern und fördern. Wissenschaftliche Studien haben übrigens auch gezeigt, dass die Abbruchraten von digitalen Interventionen ungefähr so hoch sind wie die Abbruchraten im Fitnessstudio. Und das kann durch menschliche Begleitung verbessert werden. Punkt an Sie. Ich selbst finde es verwerflich, dass bei einigen Online-Programmen ein einmaliger Videokontakt von 30 Minuten mit PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen enthalten ist und für weitere Sitzungen gezahlt werden muss. Genauso irritierend sind manche horrende Preisvorstellungen der Hersteller dieser Apps auf Rezept. Durch den hohen Bedarf und die Auswirkungen der Pandemie wundert es natürlich nicht, dass der Anteil an digitalen Gesundheitsanwendungen, die sich auf psychische Gesundheit fokussieren, sehr hoch ist. Nun müssen Sie wissen, dass die Zertifizierung dieser Apps auf Rezept kostspielig und sehr nervenaufreibend ist. Und wieder sind es die Krokettenvereine, die uns verzweifelt nach dem Passierschein A38 suchen lassen. In abgeschwächter Form gilt das auch für den Bereich der Prävention, in dem ich tätig bin und wir wollen eben vorher ansetzen. Warum Hürden? Jedes Unternehmen, das es schafft, präventive oder sogar medizinische Zertifizierung zu erlangen, ohne dabei selbst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, hat meinen größten Respekt verdient. Am Ende geht es um eine Sache, die mir bei Ihrem letzten Teil des Beitrags deutlich zu kurz kommt. Die psychische Gesundheit von uns Menschen. AngstpatientInnen, die berichten, nicht einmal die Etage im eigenen Haus wechseln zu können, geschweige denn in eine Praxis gehen zu können und deren Rettung digitale Angebote waren. Menschen, die leiden und sich nicht vor anderen Menschen öffnen können oder wollen. Und solche, die vielleicht mit fundierten Präventivmaßnahmen schon sich viel besser fühlen, weil ihnen durch die Pandemie einfach die Decke auf den Kopf gefallen ist, sie aber keine Störung haben. Denen, die durch eine Psychotherapie der Beamtenstatus und der Zugang zu privaten Krankenversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherung verwehrt wird. Und letztlich die, die aktuell noch eben 6 Monate warten müssen mit ihren gebrochenen Knöcheln, gebrochenen Herzen oder fetten depressiven Phasen. All diese Menschen brauchen Optionen, Ergänzungen zur Psychotherapie und kein Bashing von Lösungsansätzen. Eine weitere Möglichkeit, die auch unter Ihrem YouTube-Video kommentiert wurde, ist das Verfahren der Kostenerstattung für eine Psychotherapie. Ein Weg, der ähnlich wie die Suche nach PsychotherapeutInnen genauso zermürbend sein kann wie die Zertifizierung einer digitalen Intervention. Darum braucht es, wie so oft,
Eine gemeinsame Kraftanstrengung, um Wege aus der Unterversorgung voranzutreiben. Selbst die Kroketten sollten wir dazu ins Boot holen. Aber von denen waren sie ja eh nicht so abgeneigt, oder? Wieso eigentlich Kroketten? Also für mich waren das Fischstäbchen. Würde auch besser passen, weil die mag ich nicht so gerne.